Hallo und herzlich willkommen hier bei Tex Murphy. Ich bin ja immer noch ein bisschen fraglich, was ich hier eigentlich so noch anstelle. Und, ich habe irgendwie habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich momentan nicht so wirklich weiß, was ich hier noch machen soll. Wir haben ja einen Amboss gefunden und irgendwie müssen wir diesen Speicherstick da lösen. Und da ist was davor. Naja, vielleicht kann uns ja irgendjemand weiterhelfen. It's real good having you stop in more regular. How can I help you? Es geht weiter. I can't really talk about that. Warum? If she died the way the cops said she did, fine. Oh. Inside your speeder. It's just too much to think about. Okay, ist ein guter Freund. I keep a little hope that maybe she ain't dead at all. Or at least that maybe she died in a more peaceful way. Mm-hmm. Okay. So that so-and-so was spying on you. You and I wasn't real close, so I couldn't say why he'd been doing that. Jo, ist ein guter Freund, glaube ich, ne? I'm no good with that computer stuff, but that little fella at the barbecue joint is a whiz. Was? I'll bet he could get you taken care of. Grillimbiss. Okay, da müssen wir erstmal hin. Das ist dieser 1-2-3-Grill da. Dieser Drei-Karten-Dings da, glaube ich. Na? Ja, glaube schon. Nee, nein, nein, nicht drei Karten. Das ist das Barbecue-Ding da gegenüber. Aber der ist zu, da kommen wir nicht ran. You wouldn't remember him. He moved into the neighborhood a few years back. Not a pleasant man. I'll leave it at that. Clint. That Clint's really come up in the wild. Wer ist denn dieser Clint schon wieder? The chocolate cake. Ach, drops der. By. Alles klar. I don't want him falling back into his old ways. Okay. Zach don't come in here a whole lot. I guess he don't like my food much. Ja, ist ja auch fraglich, aus was das besteht. Yeah. Same old ornery cuss he ever was. Eh, don't bother me none. I guess I'm just used to it. Yep, genau. Inspektor verbrennt den Grill. Haven't had another food joint on the street since Francesca ran the Slice of Heaven. I thought it might cut into my business some, but not so far. Maybe we just don't have a lot of barbecue eaters around here. Aha, wer weiß, was auf dem Barbecue landet. Das ist das Problem. Ja, und da kommen wir einfach noch nicht hinein, glaube ich. Der Barbecue-Grill ist für uns noch zu. Inspector Burns finally opened his own barbecue joint. I bet it tastes just like arson in your mouth. Doch, wir kommen rein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Na, ich gehe da jetzt nicht rein. Das ist einfach zu viel Fragestunde. Irgendwas. Pass mal auf, warum kann ich eigentlich da nach oben? Genauso wie auf der anderen Leiter. Das muss ja einen Grund haben, warum ich hier nach oben kann. Oh, it's a security drone. If I enter its line of sight, I'm toast. Hmm.
Das sieht aus wie Wasser. Ja, es ist, glaube ich, auch Wasser. Also es ist sozusagen die Animation von einer Wasseroberfläche. Und deswegen flimmert das so wie Wasser. Was mache ich mit diesem Ding? Was habe ich denn? Was soll ich damit? Nee. Kann man? Nur mal so spaßeshalber. Ha! Ja, scheiße. Ich wollte jetzt eigentlich... Oh, fuck. Oh, mein Gott. Ich wollte... Oh, no. Das war jetzt gar nicht so ernst gemeint. Ach, du meine Güte. Ich wollte das gar nicht. Nothing is so simple or wonderfully effective as blunt force trauma. Oh mein Gott, das wollte ich gar nicht. Nein, ich wollte, Alter. Wow. Ja, ja, okay. Is so simple or wonderfully effective as blunt force trauma. Shit, ey. Ich hab nur gedacht, ey, naja, wer weiß, vielleicht. Oh no. Und das geht ehrlich. Ach Gott, no. It's locked. I won't be able to enter. Hey, ich hab hier, guck mal. Ich hab. Hoho, Turutera. Ne, das ist der Knaller. Oi. Wow, a place even sleazier than yours. And you have an animal print bedspread. Ja, eben. Alter. Alter Schwede. Das Ding ist wirklich eine abbruchreife Bude. Oh mein Gott. Both Mario and I appreciate subtle storytelling techniques. Maybe we could have been friends if you were alive. Ja, ja. Emily? And oh man. I hope she's doing this to get through school. Ja. Blay Pop. Oh, Blay. I prefer Weenie World's tater tots. Was? Ach, das Essen. Amateur. Ja, Quantenschlot. Oh, Clue. Air cream. Glad I don't need this. Oh. Alles klar. Was ist das? Well, even I wouldn't stoop so low as to reading someone's diary. Oh. Motel postcards. Maldonado must make his living spying on cheating spouses. Ja, das könnte sein. Das Telefon. Problem with vidphones is you can't call anyone from the bathroom anymore. Well, you should. Jetzt hör doch mal auf mit deinem... Was das? Hello? Could I speak to Carlos? Tex? Sorry, have we met? Was? Oh, Tex, du alter, schlimmer Finger. I didn't know her. If we can find her, maybe we could get some answers. She must have visited Chandler while she was doing business with Maldonado. Maybe someone around here will recognize the photo. Aha! Larry Hammond wasn't really a mutant. I wanted to make sure you came here alone. Well, I hope you were more careful about being followed than I was. Now, I have a very strong sense of self-preservation. I even brush my teeth carefully. Yeah, it shows. Both Maldonado and I appreciate subtle storytelling. I prefer Weenie World's tater tots. It's the only Roach Hotel where you have a better chance of survival inside than outside. Oh. Okay, Kakerlakenfalle. Was ist das? Yuck. There's gum in this shoe. Eklig. Bäh. Kaugummi im Schuh. Was ist das? Hallo. I prefer Weenie World's tater tots. Ach so, okay. Eine Kochplatte. It's the depressed man's kitchen. Ja. Okay. Und da. Alter, was ist das? Was ist das? What's this?
Sicherheit. Hey, Sicherheitsschlüssel des Lama Club. Hoho, ich hab's genau gesehen. It's a key to the exclusive Lama Club. Ja. Aber wer ist diese Frau? If this woman has been doing business with Maldonado, maybe someone else. Okay, das ist alles klar. So, hier. Filing techniques are crude at best. Er hat auch sonst nix. Vor allen Dingen, wo pennt der eigentlich? Okay, alles zerbrochene Flaschen. His filing techniques are crude at best. Sonst haben wir hier nix. Wo pennt der? Wahrscheinlich in dem Überwachungszimmer, ne? Ja. Tja, okay, wir haben ein Foto. Und sonst haben wir gar nichts. Wir können den Stick nicht... Ich habe gedacht, wir könnten den Stick hier, aber... Aber was hat der auch mal gesagt? Wir können den Stick bei ihm hier. Beim Inspector Burns Barbecue. Oh yeah, bei Inspector Burns Barbecue. Dann gehen wir mal zu Inspector Burns Barbecue. I think I'm having a stroke. But no, burning toast is their special today. Behind the counter is the kid who Louis referred me to as the computer whiz. Schauen wir uns an. Oh oh, das ist aber kein Kid. Das ist kein Kid. Was ist denn das für ein Laden? Was ist denn da, was? Welcome to Inspector Burns Barbecue. My name is Mojo. Oh, Mojo. Special of the day is chili con carnage. It'll destroy your hunger as well as your taste buds. Order when you're ready. A hammy vice, a ham, cheese, and habanero corn dog, deep fried and wrapped in bacon. Does that come with a free colonoscopy? Hey, you're Tex Murphy. Yeah. You're Mojo. What a shagadelic name, baby. Yeah. My real name is Mordecai Josephus. Ach, deswegen Mojo. Are you serious? Well, that's my real name too. No way. Yeah, well, it's pretty close. It's actually Tiberius, James Tiberius. Then my mom, she starts calling me Tibby. And, well, I had to come up with something that I could live with. The ultimate Tex Murphy trivia. You just made my day. Look, I don't mean to geek out on you here, but you're Tex Murphy. Badass private eye. Man out of time. Always quick with a joke or his fist. What are you doing in a dump like this? Ja, ich würde sagen, Kammerjäger. Well, I wanted to find out what was incinerating all the cockroaches. Nice. Classic Tex Murphy. Ja, genau. ein Spiel mit well, den Worten. I appreciate you feeding my ego. Now, how about my belly? Oh, you don't want to eat here. The food really will burn your face off. Inspector Burns is a bitter, bitter man. So, what are you working on? Wait, let me guess. Some kind of case just dropped in your lap. Seems like a small-time job, but there are tons of loose ends leading in all kinds of directions, and you are blindly getting nowhere. Ja, genau. So. Ungefähr. Ich könnte jetzt der Arsch sein. Ich könnte aber auch... Er soll mir helfen, den Stick zu... Aber wenn ich zu viel, dann... Ich will sagen... Nice try. But this time it isn't a case. It's personal. Oh, I could help you. Zweifelhaft. So far, you haven't even helped me get lunch. You are killing me. Look, Mr. Murphy, you fancy yourself as sort of a timeless classic, a PI archetype for the ages. You know your way around the crime scene, but it's no secret that you're not so good at high-tech gadgets. That's where I come in. Warum?
Optimismus. Well, now that you mention it, there might be something you can help me with. Ah, siehste. Ah, nicht so offensichtlich zugeben, nein. I just can't believe I got a chance to meet my idol. Was? Dein Idol, ja klar. Me and Archie are buds. Oh, ja. Okay. So glad Archie opened up his shop here. He's like a god at all this conspiracy stuff. Okay, das ist also dann Archies Laden. Hm? Chelsea Bando, the Nora to your Nick. I wish I could have met her. Hm. Inspector Burns has tried to torch the Bruins Stew at least twice. Was? Oh, das muss ich dem aber erzählen. Nein, erzähl ich dem nicht, sonst wird er böse. Sometimes I spend hours just thinking about what kind of baby she and I would have together. Du Arschloch. Aber du kommst nicht mal bis zur Kniekehle. Und zwar aufrecht stehend. Oh Gott. Sorry you lost her, but man, did you ever get an attitude? Hey, über sowas kommt man nicht weg, okay? You think Maldonado was spying on you? Not surprising. Warum? Wieso? Ah, das kommen wir gleich. He's the guy you hired to take photos of your cheating wife. You're the guy they hired to beat the crap out of the guy you catch with your wife. Ah, okay. He says he likes barbecue, so I'm not sure why he eats here. Okay. He comes in here all the time to eat, just so he can complain. Ja, das sieht ihm ähnlich. Like Inspector Burns says, it all tastes the same when your tongue's charred. Ja, das glaube ich auch so. Who's that? Wer ist das? Ja, eben. Das ist die Frau. Sure, I can decrypt a memory stick, no problem. It may take a while, at least a day. Another item on my to-do list today is checking out Maldonado's regular office that's on the street. Was? Wir waren doch schon da! Hallo! Wir waren doch schon da! Inspector Burns finally opened his own barbecue joint. I bet it tastes just like arson in your mouth. Wir waren doch schon da! Wir waren schon da! Okay, das Stick ist weg, das ist alles weg. Wir waren doch schon da! Hey! Ich glaube, da hat's gerade den, das Ding durcheinander gehauen. Der wollte quasi von da nach da, von da nach da. Und das haben wir. Und deswegen gehen wir... Wir fragen nochmal ganz kurz. Louis! Louis! Whatever you need, Mife. Just ask. Okay. Was ist mit der Frau? I might have seen this lady in here not long ago. Didn't catch your name. Ach, verdammt. Louis, du bist mein einziger Freund hier auf der Chandler. Du musst doch was wissen. Louis! Okay, was ist hier mit... More questions? Why you gotta keep coming back with more questions? Weil das so ist, es gehört zu meinem Job. I don't know Job. What it is they're serving in there, but it sure as hell ain't barbecue. Wahrscheinlich aus dem Keller, ne? That's a fine piece of humanity there. She stopped by the other day and checked out our selection. Took her about 2 seconds to realize it was all crap, so she seemed to know her stuff. Okay. Okay, er weiß Bescheid. Gut. Was ist mit, As I made it perfectly clear, your status as a paying customer earns you a modicum of goodwill. I suggest you use it judiciously. Schnauze! Sorry, you lost me at modicum. Genau. Look, answer a few questions for me and I won't kick your butt when I get my memory back. So sieht's aus. Just smelling the fumes coming off that establishment irritates my bowels. Lovely. Oh, she may have come by here. I can't be sure. Okay, ich schätze mal, dass unser Freund, also er hier garantiert nicht. Always happy to help. Nee, nie im Leben. Er kann, oh. That guy's all mobbed up, so I keep my distance. Okay, du weißt einige Sachen. That little gremlin's never forgiven me for stealing his newspapers and using them for blankets. Oh. I haven't tried it. They say that the sauce will melt your eyeballs, and that's a risk I'm just not willing to take.
Okay. I know for a fact I've never seen this fox before, because if I had, she'd be my lady love. Ja, das glaube ich auch. Das sieht dir ähnlich, dass die dein Baby Love gewesen wäre. Natürlich, na klar doch. Klar doch. Verdammt, das Ding ist zu. Okay, wir haben sie noch. Die hat schon eine ganze Weile nichts mehr erzählt. Und ich habe das Gefühl, hey Tex, how's your case progressing? Ich möchte dich einige Dinge fragen. Let me check. I can confirm that Mason Bowers has been a registered guest here. Oh. Sorry, Tex. I'm not allowed to give out any more information than that. Dann schließe ich dich kurz. If I could smell, I'm pretty sure he would stink. Always looks like he's up to something unsavory. Mhm. Okay. Clint. The Ritz landlord? Seems like he may have a couple of screws loose. But nice enough. Er ist verliebt in dich. That crusty old perv is always coming in here trying to get a peek at my underpixels. Oh. Oh, okay. I think the kid who works here has a crush on me. Maybe one of these days I'll rock his little world. Ja, wie denn? Obwohl er könnte... Doch, ihr würdet zusammenpassen. Ihr würdet super zusammenpassen, weil er ist ja so ein Freak, ne? So mit Elektronik und so. Das könnte interessant werden. Yeah, I've seen this woman in here. In fact, she picked up a piece of mail that's been delivered here. What? I might be able to get a name or address for you. Let me see if I have an image of the envelope. Ja! Got it. Danke! I'll print it out for you. Hey, super! Spitze! I send the information about the mystery woman to my smart Alex and I get a new location on the map. It's on the coast near Monterey. Whoever owns this place has mucho dinero. Hey, hey! Hey, hey! Wir haben einen neuen. Hier. Da. Strandhaus. Alter. Ja, das ist super. Warte, wir wollen hier wieder raus. Wir haben das Ritzding noch. Und, nein, nicht Ritzding. Dieses Ding da von dem Club. Und er war dort drin. Und da gehen wir auch noch mal rein. Ich glaube, wir müssen da rein, wenn das Ding auf hat. Das ist das Problem. Und dann irgendwas ist mit diesem Ding da oben. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, da ist was mit. Okay, so. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an von Tex Murphy. Hier in der Chandler Avenue Street, was auch immer, mit dem Golden Gate Hotel und dem Ritz Hotel. Hotel! Nicht Hotel, nein, Hotel. Ohne E. Hotel. So, aber bis dahin, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Bye, bye!